Wir müssen schnell zu Blackwells Villa. Natalia ist dort. Ja, sonst tut sie noch jemanden weh. Und wir müssen herausfinden, was Blackwell vorhat. Woran haben Sie denn für ihn geforscht? An einem Phasenpolaritätsausschlussfeld. Ah ja, ich verstehe natürlich, was das ist. Aber wie würden Sie es zum Beispiel einem kleinen Kind erklären? Stell dir vor, du hast ein paar subatomare Partikel. Einem noch etwas kleineren Kind? Es ist so eine Art magische Blase, die nichts durchlässt. Wow, was könnte er damit vorhaben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er einen Rachefeldzug gegen Lego City führt. Dann sage ich besser den Kollegen Bescheid. Ellie, ich bin in die Basis eingedrungen. Sie war in Mount Cashmore. Stell dir das mal vor. Forrest Blackwell ist ein fieses Superhirn und steckt hinter dem Ganzen. Forrest Blackwell? Aber er ist doch ein Guter. Er war gerade im Fernsehen. Hat seine weiße Katze gestreichelt. Oh, er ist ein Bösewicht. Was? Warum war er im Fernsehen? Er hält heute Nachmittag vor dem Blackwell-Turm eine Pressekonferenz ab. Anscheinend hat er Neuigkeiten, die Lego City für immer verändern werden. Da werden sicher alle hingehen. Wir müssen ihn aufhalten. Sag dem Chief Bescheid. Mach ich, aber hast du denn Beweise, die ich ihm vorlegen kann? Oder Donuts? Nein, aber ich besorge welche. Oh, gut. Ich hätte gerne einen mit Apfelgeschmack. Beweise, meine ich. Ich werde Beweise besorgen. Also, ich fahre auf jeden Fall erstmal zum Blackwell-Turm. Ist ja eh fast die ganze Abteilung wegen der Pressekonferenz da. Und ich werde versuchen, den Chief zu überzeugen. Ruf mich sofort an, wenn du was Handfestes hast. Danke, pass auf dich auf. So, damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Mit mir, dem Jan. Wir sind dicht dran. Blackwell hat einen privaten Hubschrauberlandeplatz. Muss ich jetzt echt hier runter? Ja, hier will ich nicht durchkommen. Da unten ist noch ein Stein. Mehr ist ja aber nicht. Da ist noch ein blauer Stein. Wo komme ich nicht? So. Tachchen. Das kann nicht sein. Gut. Wie weit komme ich jetzt hier zurück? Um die zwei Steine hier einzusammeln.
Kriegen Sie das auf? Oh. Geht doch. Das hätte ich auch hingekriegt. Blackwells Villa ist riesig. Wir sollten uns aufteilen. Ja, viel Glück, Chase. Achso, ich kann schon laufen. Hoffentlich bedeuten die vielen Sicherheitsleute, dass Natalia in der Nähe ist. So, dann hier, zack. Was haben wir hier? Ein Gullideckel. Eine silberne Statue und ein riesiges B. Subtil und stilvoll, Mr. Blackwell. Kann das sein, dass ich erstmal den Strom irgendwie ausmachen muss? Irgendwo ist eine Kiste. Wow, als ob Frank die Kabel gelegt hätte. Ich brauche einen Schlüssel. Ein Spielplatz. Das ist echt seltsam. Noch seltsamer, dass ich auf die Rutsche da wollte. Hier, die Blumen kann ich gießen. Feuerwehrmann. Hier drin. Ein Schlüssel. Wo ist der Stromgenerator? Da ist auch die Kiste drin, die ich brauche. Dann komme ich wahrscheinlich gleich in die Garage. Bombenauto, so wie bei Rainbow Six. So, Strom ausmachen. Die Leute jetzt da oben gespawnt. Festnehmen.
Nee, irgendwo muss ich das Wasser ablassen. So, dann mache ich den roten Knopf, dann geht der Strom von der Wand weg und dann komme ich weiter nach oben. Und wo jetzt? Und die letzte. Kriege ich ihn jetzt? Ein Briefkasten. Dachchen. Da ist eine Sandburg. Was passiert, wenn ich die kaputt mache? 1 von 3. Ah, nee, ein Charakter. Du willst halt, dass ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen muss. So, was bringt mir das jetzt hier? Wo ist Strom noch? Da unten ist eine Tür. Scheinwerfer noch wegmachen. So. Und ab ins Haus rein. Chase, ich bin vor dem Blackwell-Turm. Ein Großteil von Lego City scheint auch hier zu sein. Woohoo! Paar
Party! Zieh dein Hemd wieder an, Honey. Du bist noch im Dienst. Hör mal, ich habe Natalia immer noch nicht erreichen können. Das liegt daran, dass Blackwell sie hat. Natalias Dad ist ein Wissenschaftler, der sich geweigert hat, Blackwell zu helfen. Deshalb hat Blackwell Natalia als Druckmittel eingesetzt. Die Kurzversion. Es war heute wohl niemand mit deinem Hund draußen. Wow. Okay. Naja, es dauert noch eine Weile, bis die Pressekonferenz losgeht. Die haben einen riesigen elektronischen Countdown gestartet. Klingt ja gar nicht unheilvoll. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Wieso kann ich denn nicht da oben drauf zielen? So, gießen. Ein Buch? Nichts passiert. Vielleicht gibt es noch einen Schalter. Soll ich denn da hochkommen? Und deshalb habe ich in allen Bibliotheken Hausverbot. So. Auf. Hast du Natalia gefunden? Nein, leider nicht. Aber ich habe anscheinend Blackwells Geheimnis gelüftet. Er ist ein echter Modellbaunarr. Er ist ein fieses Genie. Und das ist sein Plan. Schau, das ist meine meine magische Blase. Er will zum Mond fliegen. Womit denn? Das Shuttle auf der Apollo-Insel ist zu klein für seine Truppe. Und wie versteckt man eine Riesenrakete in Lego City? Der Countdown. Der Blackwell-Turm. Ellie, du musst die ganzen Leute vom Blackwell-Turm wegschaffen. Sofort! Okay, aber warum? Der Blackwell-Turm ist eine Rakete. Wenn sie abhebt, wird alles im Radius von 10 Blöcken gegrillt. Ich schicke dir die Beweise. Alles klar. Alle herhören! Ihr müsst sofort alle weg hier! Ja, die Zeit ist knapp, aber vielleicht können wir helfen. Wie? Erkläre ich dir unterwegs. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.